Im letzten Part sind wir hier am Whitehill Bahnhof angekommen und es steht noch eine ganze Route vor uns, bevor wir nach Score City können. Route 10 nämlich. Und hier haben wir erstmal noch einen NPC stehen. Wie sähe Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Ja, keine Ahnung, das finden wir wohl nicht heraus, wenn es hier permanent schneit. Also wir schauen jetzt mal. Das Abenteuer spitzt sich zu, nur noch eine Stadt steht vor uns. Wir sind auf Route 10 mit Hop. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sicher nur so von Eis-Pokémon. Alles klar, jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und uns richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stürze mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Alles klar. Da ist er. Sieht auch herrlich aus hier, der Whitehill Bahnhof. Also sehr schön gemacht. So, und jetzt schauen wir mal da. Ui, gleich immer in Pantymos reingerannt. Aber die Galar-Form ist auch sehr cool. Aber die brauchen wir jetzt nicht, ja. Wir wollen sicherlich noch den ein oder anderen Trainerkampf bestreiten. Wir brauchen bestimmt nochmal ein paar Level-Ups, um hier standhalten zu können im Champ Cup. Also schauen wir mal, dass wir hier genügend Level-Ups mitnehmen können. Hier ist noch ein Item. Den Top-Beleber nehmen wir gern mit. Für Nonto auch am Start. Pantymos hat richtig Bock. Für Nonto auch gut. Wir schnappen uns erstmal hier den Trainer. Den Arzt. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt. Ich kann helfen. Alles klar. Ich habe aber noch keine Verletzten. Aber nach dem Kampf kannst du meine Pokémon gern wieder heilen. Ein Gardevoir hatte. Alles klar, Kollege. Ja, ich glaube, da können wir hier gegen... Das ist, glaube ich, ein Psycho, ja. Da können wir gegen mit Unlicht eigentlich... Ja, normal effektiv ist das. Okay. Machen wir das aber mal mit Titankiefer hier. Müsste eigentlich ganz gut reinziehen, jawohl. Ja, Fee ist nicht so geil, ne? Fee ist nicht so geil. Aber das bekommen wir jetzt schon noch hin. Wir sind jetzt eh einmal angehittet. Also mit dem nächsten Biss reißen wir das Gardevoir down. Aber dann sind wir mit Norbert schon ziemlich angefressen. Aber der ist auch schon hoch im Level, also wir können dann auch eigentlich ruhig mal ein paar andere Pokémon nach vorne packen. Der ist jetzt immerhin auf Level 49, also das ist schon eine Ansage hier. Superzahn, oh, der ist auch nice. Halbiert erstmal die KP des Ziels. Auch richtig geil, aber ich bin halt mit den bisherigen Attacken sehr zufrieden. Schutzschild, Biss, Draco, Meteor, Antikraft. Eigentlich ein schön durchgemischtes Moveset und Superzahn. Wollen wir jetzt erstmal nicht erlernen. Wäre aber sicherlich geil für legendäre Pokémon, dass man die halt bis auf einen KP runterbringen kann. Wie kann das sein? Jetzt mein eigenes Pokémon verletzt. Also kann man sich ja vormerken, wenn ich das bis dahin noch weiß. So, ich wollte hier nochmal schnell schauen. Sind die Pokémon wieder da? Müssen wir mal das eine Pantymos rein. Ob man hier rechts an dem Haus vorbeigehen kann. Das sah nämlich kurz danach aus. Und dann packen wir mal ein anderes Pokémon nach vorne, mit dem wir hier weiterkämpfen können. Auf 48 sind die hier. Das ist echt straff. Kann man sicherlich gut trainieren. Nein, okay. Hier geht es doch nicht weiter. Das sah jetzt nur so aus. Schauen wir mal, welches Pokémon wir hier an Stelle Nummer 1 packen können. Hier zum Beispiel zwei 46er. Die Kala und den Watzen. Die brauchen noch ein paar Level-Ups. Packen wir die mal nach vorne. Dann werden wir mal mit den Pokémon hier versuchen, ein paar Level-Ups hinzulegen. Ja, ich hoffe mal, hier kommen noch einige Trainer. Hier ist schon wieder gähnende Leere. Na, mal sehen. Na, da oben steht schon wieder einer. An dem kann man wahrscheinlich gar nicht... Ja, doch, es geht. Es geht anscheinend. Man kann an diesem Kollegen hier vorbei. Man sollte sich an die Kleinen, an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Alles klar. Sehr schöne Worte von dir. Das ist der Wanderer Arash. Und er hat einen Stalos. Okay. Ja, ist jetzt mit Maritelit nicht so geil zu bewältigen. Also da würde ich jetzt doch ganz einfach mal auf die Kohle Petra gehen. Ein Feuermove zünden und dann müsste das hier schon ordentlich reinschallern. Wird vielleicht nicht ganz reichen. Hier Monte Carlo mal schauen. Er geht auf Fluch, okay. Ist aber kein Geist-Pokémon, also ist jetzt nicht so wild. Aber er bekommt dafür Statusveränderung. Init sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Gut, dann greifen wir wohl eher speziell an, Kollege. Brandstempel wird wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. Der Kollege wird, denke ich mal, auch ordentlich straff sein. Also einäschern. Probieren wir es mal. Ja, Spezialmove juckt die Verteidigungserhöhung nicht. Ja, reicht fast. Reicht halt fast. Und Schaufler, ultra nervig, Kollege.
Aber ein Flug-Pokémon haben wir jetzt nicht, aber boah, die Kolipetra wird davon ziemlich gefistet, ne? Hey, Karamba, wie machen wir das jetzt am besten? Die Kala, Käfer, Psycho, ja, hier werden alle halt von Bodenattacken getroffen, ne? Aber hat die Kala, die Kolipetra, nimmt es halt besonders hart mit. Schwierige Sache, schwierige Sache. Gehen wir doch mal auf die Kala zurück. Vielleicht kann die. Das Ding ist schon im roten Bereich. Mit einer Psychokinese könnten wir es vielleicht niederstrecken. Also schauen wir mal. Schaufler trifft natürlich. Aber den halten wir locker flockig aus. Der ist nicht sehr effektiv. Hagelschaden gibt es auch noch oben drauf. Also wenn die Kala das jetzt hier nicht hinbekommt, dann weiß ich ja auch nicht, ne? Wir greifen auf jeden Fall zuerst an. Psychokinese, 90er Spezialmove. Und der reicht jetzt hier. Ist aber nicht sehr effektiv. Juckt uns ja jetzt aber in dem Fall auch nicht so. Das geht ordentlich. Die Kolipetra hat es auf 50 geschafft. Sehr schön, sehr schön. Nochmal Hagelschaden. Mal schauen, was der Kollege Arash noch für ein Pampros. Ein Boden-Pokémon. Ja, da würde ich mal lieber hier auf Rapiki gehen. Ja, Pflanzenattacken müssten das Pampros ordentlich auseinandernehmen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein Boden-Pokémon ist. Was anderes würde mir da jetzt nicht einfallen. Das große Pferd hier ist sehr cool. Es könnte auch sehr stark sein, aber wir könnten es mit. Wir hatten ja einmal die Trommelschläge oder aber einen Holzhammer. Den haben wir jetzt noch gar nicht ausprobiert und das machen wir jetzt mal. Wir zünden einen Holzhammer, 120er Stärke, physisch auf Pampros Scheitel drauf und das Ding ist einfach mal geone-shottet. Das ist ultra geil, aber wir nehmen auch ein bisschen Schaden dadurch. Und der ist auch nicht so ohne, aber hat immerhin gereicht, ne? Arash ist besiegt, sehr schön. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. 4500 nehmen wir auch noch mit, Kollege. Und jetzt spalten sich hier die Wege auf. Da haben wir einen Trainer. Hier ist Schneebedeck. Petsneef. Rex Blizzard haben wir hier auch noch. Und ein Tipps für Trainerschild. Wenn eine besondere Kraft, die aus dem Inneren eines Pokémon strömt, den Raum in dessen Umgebung verzehrt, so erscheint es viel größer, als es wirklich ist. Und dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Manche Pokémon ändern dabei sogar ihr Äußeres, was man Giga-Dynamaximierung nennt. Alles klar, haben wir wieder was dazugelernt und Rex Blizzard hat richtig Bock. Aber das könnte auch ziemlich stark sein, oder? Die großen Pokémon sind hier eigentlich immer stärker. Schauen wir mal. Ja, 55 sind die. Gut, mit Käfer ist jetzt nicht so geil, ne? Sollten wir wahrscheinlich hier wieder auf die Kolipetra gehen und mit einem Feuermove ankommen. Aber ich denke, wenn wir das Pokémon besiegen, müsste ordentlich Erfahrungspunkte geben. Also es wird sich hier sicherlich lohnen, die großen Pokémon down zu bekommen. Also wir müssen mal schauen, was das hier jetzt gibt. Verwurzler. Ja, weiß nicht, der heilt bestimmt jede Runde ein bisschen was dadurch. Aber wir machen jetzt ja Brandstempel, weiß nicht. Wir machen mal Einäschern, ja? Brandstempel hängt ja vom Gewicht ab, vom Eigengewicht und vom gegnerischen Gewicht. Nicht sehr effektiv. Zum Glück nicht eingefroren. Wir äschern dich jetzt ein. Und das ist ein One-Shot. Läuft mit der Kolipetra hier. Die hat's drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Erfahrungspunkte wir hier mitnehmen können. Jo. Alter, es gibt übelst viel, ja. Kolipetra 2100. Die Kala 2300. Ist ja echt fett, ne? Echt gutes Training. Also gegen die großen Pokémon zu kämpfen, lohnt sich definitiv. So, gehen wir aber mal hier raus. Hier gibt es keinen Trainer. Müssen wir den anderen Weg nehmen. Und hier steht schon jemand. Hast du Bock, Kollege? Bei Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Warum wohl? Das ist Angestellter Andreas. Macht erstmal ein Selfie, ja. Sehr interessante Frisur hat er am Start. Sneebuna. Unlicht Eis. Okay. Auch hier sind wir mit der Kala ein bisschen fehl am Platz, würde ich mal meinen. Gehen wir da doch lieber mal auf den Devil. Der trifft mit Feenattacken sehr effektiv. Der könnte das hier sicherlich reißen. Na, Sneebuna wird jetzt wahrscheinlich mit einem Unlichtmove angreifen. Aber da wir selber... Ne, Metallklaue macht's, okay. Ja, die trifft jetzt auf uns sehr effektiv, alles klar. Was geht denn bei dir? Machen wir einfach mal Knuddler hier. Klauenwetzer pusht sich erstmal noch schön. Angriffswert wird wahrscheinlich erhöht. Angriff steigt, Genauigkeit steigt, okay. Aber jetzt Knuddler. Der trifft, ja, ist immer ein bisschen schwierig, 90er Genauigkeit, aber der one-shottet einfach mal und das ist ja mal geil, ne? Das reicht noch nicht fast, das reicht noch fast für ein Level-Up hier.
Aber der Angestellte Andreas hat ja noch ein weiteres Pokémon. Das ist ein Lepumentas. Also das könnte auch wieder vom Typ Boden sein. Könnte auch wieder ein Fall für Rafiki sein. Aber diesmal ohne Holzhammer. Diesmal vielleicht eher mit Trommelschlägen. Damit könnten wir das auch down bekommen. Wenn es denn ein Boden-Pokémon ist. Müssen wir mal herausfinden. Hier Trommelschläge. Haben wir noch gar nicht gegen gekämpft. Gab es aber in der Naturzone zu fangen. Habe ich auch schon gesehen. Mal schauen, wie viel wir hier abziehen. Ja, sichere Nummer, ne? Lepumentas ist down. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice hier. 49 und 52. Zwei Level-Ups haben wir hier hinten mitgenommen. Level 52. Sehr schön, sehr schön. Und das war's mit dem Andreas. Ich versuche, meine Karriere als Angestellter und Pokémon-Trainer unter einen Hut zu bringen. Ja, sicherlich nicht einfach, aber effektives Zeitmanagement kann da vielleicht helfen, Kollege. Hier haben wir noch einen Taxi-Pilot. Flugtaxi-Pilot ist das hier. Da hinten steht noch gleich jemand. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Galat im Untergang geweiht sei? Sollten die Kramo jeweils diese Region verlassen? Haha, keine Ahnung, was du hier faselst. Das ist Taxi-Pilot Fritz. Der Fritz hat einen Kramo, ja klar. Die Taxi-Piloten haben ja natürlich einen Kramo am Start. Aber auch hier sind wir mit Käfer-Pokémon, Psycho-Pokémon nicht so geil am Start, ne? Gegen dieses Ding hier, Stahlflug ist das, glaube ich. Ja, Elektro würde hier sehr effektiv treffen, okay. Und sonst Feuer noch, ja, gegen Stahl. Okay, nehmen wir aber mal den Watzen, der kann es eher gebrauchen. Der ist erst auf 46. Der Junge muss sich mal noch ein bisschen straffen. Mit einem Overdrive können wir hier sicherlich sehr guten Schaden machen. Er greift mit Bohrschnabel an. Juckt uns jetzt nicht wirklich. Nicht sehr effektiv. Hagelschaden nehmen wir vermutlich beide. Jawohl. Das Ding ist schon mal angehittet. Und jetzt Overdrive. Wir schauen mal, was er hier anrichtet. Kladderadatsch. Kramor. Ge-one-shotted. Inklusive Hagelschaden natürlich. Und gibt das? Reicht das? Jawohl. Level 47 für den Watzen hier. Spezialangriff auf 132. Das ist auch schon mal eine Ansage hier. Das läuft auf jeden Fall. Jetzt ein Libeldra. Dann können wir, denke ich, am ehesten... Es hat zwar zwei Typen, glaube ich, aber am ehesten könnten wir das hier mit dem Norbert machen. Draco Meteor. Wobei, Fee hätten wir auch noch. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ist jetzt aber zu spät. Der Norbert steht schon auf der Platte hier. Libeldra. Auf jeden Fall ein Drachen-Pokémon. Ist sehr cool. Ein sehr, sehr cooles Pokémon. Der Draco trifft hier sehr effektiv. Wir outspeeden auch sehr schön. Ob das hier reicht? Ist halt ein Spezialmove. Wir sind eher der physischere Typ. Aber die Attacke ist so stark, die reicht hier für Libeldra. Gibt hoffentlich auch ordentlich Erfahrungspunkte. Karl auf 48. Ja, das ist hier ein echt gutes Training. Hier geht's ab wie die Katze. Ja? Psychofeld. Verhindert für 5 Runden, dass Pokémon am Boden von Erstschlagattacken getroffen werden. Erhöht die Stärke von Psychoattacken. Ja, immer noch. Ich würde gern immer noch dieses Moveset hier belassen. Lichtschild, Reflektor. Eigentlich ganz geil. Man kann es vor dem Champ Cup nochmal überlegen, ob man da lieber auf ein Psychofeld geht. Aber jetzt würde ich es erstmal so belassen. So, was geht denn bei dir hier? Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Aber warum fragst du dich das? Wohl doch, ist doch dein Job, Junge. Postbote Bertrand. Bertrand mit Pelipper. Flugwasser, ja. Flugwasser ist das hier. Ah, Mann. Probieren wir es mal. Er hat auch Niesel am Start. Lässt es jetzt regnen. Hört immerhin der Hagel auf, wahrscheinlich. So, ja, wir greifen jetzt einfach mal mit einer normal effektiven Psychokinese an. Die wird schon ordentlich reinschallern. Denke ich doch. Ja, okay. Aber Flug, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ne? Hey, Karamba. Zum Glück haben wir gute Verteidigungswerte hier. Dass wir das überleben können. Und dann kriegen wir jetzt Pelipper definitiv down. Mal schauen, was er als zweites hat. So, das gibt erstmal für die Kohle Petra ein Level Up. Sehr schön. Verteidigung 151. Die steht echt stramm da. Jetzt ein Noctu. Ist da. Naja, Noctu weiß ich jetzt nicht. Normal Flug oder so. Also nehmen wir lieber den Watzen. Overdrive müsst ihr hier regeln. Ganz klare Sache. Aber es ist echt geil hier auf der Route, wie viele Level-Ups wir hier hinlegen können. Eine der wenigen Routen gab es auf Route 9, war das glaube ich auch der Fall. Oder 8, Route 7 und 8.
gab es auch richtig geiles Training. Das macht schon mal Spaß. Zeigt ja aber vermutlich, dass es dann im Champ Cup nochmal ordentlich stärker wird, ja. Also ich gehe dann einfach mal davon aus, wenn wir die Route geschafft haben, dass wir dann ausreichend gelevelt sind. Und dann probieren wir es einfach mal. Ich habe verloren und weißt du, was ich denke? Ich will niemals die Arbeit als Postbote aufgeben. Na, da haben wir es doch. Dann beschwer dich doch vorher nicht oder frage dich, wie lange das noch gehen soll. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, hier waren wir, glaube ich, ne? Ja, hier mit ihm haben wir, von hier sind wir gekommen. Gehen wir hier weiter. Unser Team ist eh voll. Hier haben wir Schneebedeck, Pantymos. Noch ein kleineres Pokémon. Mal schauen, was das ist. Ach, hier. Gelatropo. Ist auch ein sehr schönes Pokémon. Ja, ein Eis. Wir hatten es ja letztens schon in einem der letzten Parts. Es wäre auch cool, wenn es ein Pokémon geben würde. Ein Eis-Pokémon, was aussieht wie ein Schneemann. Das wäre ja auch mal richtig geil. Würde ich auch sofort ins Team reinnehmen, sowas. Aber gibt es ja leider nicht. So, wo gibt's denn hier? Wo geht's denn hier lang? Alter, Pantymos versperrt den Weg immer und überall. Lichtschild und Reflektor am Start, ja. Genau wie in der 7. Arena bei Ness. Stand auch ein Pantymos rum. Oh, könnten wir eigentlich sogar. Wir treffen es mit Käfer sehr effektiv. Aber ob das reicht? Alter, Tiefschlag. Sau. Was eine Sau hier. Hat uns einfach mal getiefschlagt. Gehen wir lieber auf die Flucht. Lassen wir das mal sein, ne? Gudikala ist jetzt down. Ein bisschen ärgerlich ist das ja schon. Ach, hier ist noch ein Item. Ein Blatt Energiekraut, ja. Ein Item zum einmaligen Tragen. Der Träger kann dadurch eine Attacke sofort einsetzen, die sonst aufgeladen werden muss. Jo, klingt sehr interessant, aber ob wir das jetzt brauchen. Siberio gibt es hier auch, ne? Auch sehr cool. Und die Pokémon sind hier aber auch ein bisschen agro unterwegs. Die rennen einem ja hier sofort hinterher. Gut, gehen wir jetzt mal auf die Flucht hier. Vielleicht, um der Carla Erfahrungspunkte zu gönnen. Schauen wir mal, ob wir hier einen Beleber dabei haben. Müsste ja eigentlich noch irgendwo hier rumgeistern. Ne? Top-Beleber haben wir 4 Stück. Und Beleber vermutlich keinen einzigen. Ne? Nein. Absolut tote Hose. Okay, dann müsste ich mal einkaufen gehen. Vor allem vor dem Champ Cup könnten wir sicherlich gebrauchen. Ne? So, was haben wir denn hier? Ein Item haben wir und hier im Poke-Camp. Mit seltenen Zutaten und Beeren wird das Essen gleich viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über diese mysteriöse Zutat, die man Gigapulver nennt? Nein? Besuch doch mal mein Pokécamp, dann können wir uns brühwarm austauschen. Nein, danke. Junge, der Bär hat aber auch richtig Lust hier zu kämpfen. Aber hier geht's weiter. Hier haben wir einen weiteren Trainer. Schnappen wir uns diesen mal. Hier kommen da echt viele, hä? Uiuiui, da bin ich doch glatt einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Ja, aber hast mich herausgefordert, Kollege. Wir haben auch noch Zeit. Das ist der Wanderer Thorsten. TH. Thorsten. Hm? Broccolos. Gesteins-Pokémon. Ja, der Watzen am Start. Ist jetzt nicht die beste Lösung dafür. Er hat direkt mal einen Sandsturm. Fähigkeit Sandsturm, ja. Mit ihm normal effektiv treffen wir. Ob wir hier so viel Schaden machen, wir können es mal probieren, ja. Weil der Watson könnte wirklich am ehesten noch Level-Ups gebrauchen. Ja, macht immer nur mehr als die Hälfte. Tarnstein ist okay. Wir wollen ja jetzt erstmal nicht auswechseln. Also Broccolos könnten wir definitiv down bekommen. Sandsturm nehmen wir ein bisschen Schaden, ist okay. Nächster Overdrive könnte hier regeln. Und das Ding geht down. Sehr nice, sehr nice. Wie viele Erfahrungspunkte nehmen wir hier noch mit? Reicht das schon? Jawohl, Level 48. Gönn dir das. Überschallknall will er einsetzen, ne? Das klingt doch interessant. 140er Stärke, Normalmove, Spezial. Der Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit einem gewaltigen Knall an. Das könnte doch irgendwie mit der Fähigkeit Punk Rock zusammenhängen, oder? Hat er nicht irgendwie mit solchen laut, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau die Fähigkeit, aber könnte irgendwie damit zusammenhängen. Aber es ist halt auch Gift-Hieb sehr nice. Physischer Angriff ist okay. Also können wir da lassen. Toxin würde ich auch lassen. Overdrive, dann würde ich eher den Wangenrubbler wegpacken, ja. Packen wir jetzt mal den Wangenrubbler weg. Toxin finde ich da geiler. Macht von Runde zu Runde mehr Schaden. Anstatt einfach nur eine Paralyse drauf zu schallern. Ne? Ist okay. Überschallknall klingt sehr interessant. Ein Rita Ross.
Bleiben wir mal drin. Das müsste auch Gestein oder Boden sein. Na gut, wenn es Boden ist, ist jetzt nicht so geil, ne? Haben wir auch noch nie gegen gekämpft. Ich würde mal gern schauen, was hier für eine... Ja, die Punkrock-Fähigkeit. Erhöht die Stärke von eigenen Lärmattacken. Und halbiert den Schaden, den das Pokémon selbst durch Lärmattacken erleidet. Also ich denke mal, dass Überschallknall vielleicht eine Lärmattacke ist, ne? Ich würde es auch gern mal sehen. Auch wenn wir jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen gegen so einen Rizeros. Aber probieren wir es mal mit Überschallknall. Joa, macht auf jeden Fall. Ist nicht sehr effektiv und macht mehr als die Hälfte. Gut, jetzt kommt. War klar, dass hier ein Bodenmove kommt. Aber wir haben immer einen Überschallknall gesehen. Okay. So, da hätten wir jetzt gegen dieses Ding, nehmen wir einfach mal Rafiki. Und dann würde ich vielleicht doch mal irgendwo eine Heilstätte aufsuchen. Pokémon Center mäßig irgendwas. Wir können ja hier einfach wahrscheinlich hin und her fliegen. Da müssen wir halt nochmal über die Route laufen. Wir machen jetzt erstmal Trommelschläge und dann müsste das Ding hier schon mal Geschichte sein. Egal ob Boden oder Gestein, treffen wir beides sehr effektiv. Und das Ding geht down. Ja, nimm die zwei Pokémon, die es am ehesten gebrauchen könnten, jetzt keine Erfahrungspunkte mit, aber die anderen ein bisschen. Der Thorsten ist besiegt. Was genau? Habe ich falsch gemacht? Habe ich mit den falschen Pokémon angefangen? Nein, hast du nicht. Du hast wahrscheinlich zu wenige gehabt. So, ja dann. Fliegen wir mal schnell irgendwo hin. Route 10. Wir können dann wahrscheinlich auch gleich wieder hierher zurückfliegen, ne? Hier am Whitehill Bahnhof war aber jetzt kein Pokémon Center. Also müssten wir irgendwo, fliegen wir mal hierher. Nach Sirchester ist egal, welches Pokémon Center. Irgendwo, wo wir uns heilen können, ne? Damit hier alle Pokémon wieder Erfahrungspunkte mitnehmen. Ist sehr wichtig für den kommenden Champ Cup und alles, was danach folgt. Aber Schwester Joy steht uns immer treu zu Diensten. Die heilt das einfach mal alles for free. Von wem die eigentlich bezahlt wird, ja? Ist auch so eine Frage. Ob wir hier irgendwie einen Beitrag leisten müssen, wenn wir jedes Mal, wenn wir Preisgeld gewinnen. Ja, ist doch wie bei uns hier Steuern, Soli-Beitrag und so weiter. Ne? Vielleicht müssen wir auch Abgaben zahlen, damit das Pokémon Center dadurch finanziert werden kann. So, jetzt hier. Ja genau, Route 10. Hier können wir wieder hinfliegen. Das ist richtig geil. Mitten auf einer Route landen. Beim Pokécamp ist das immer genau. So können wir weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das lohnt. Hier kommt noch ein Trainer oder dann noch ein. Ja, noch kommen noch welche, ne? Deinem Auftreten nach zu urteilen, bist du kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Okay, werden dann Lauch. Gentleman Angus. Er leadet mit Flampivian. Ein Eis-Pokémon. Ja gut, das treffen wir mit Käfer, glaube ich, sehr effektiv. Aber wir werden halt von Eisarten nie normal. Okay, was war denn das vorhin dann? Irgend so ein Ding hatten wir sehr effektiv getroffen. Weiß ich jetzt nicht. Dann nehmen wir lieber Feuer, ja. Das ist das einzige Feuer und Gestein. Die Kohlepetra muss jetzt sein. Die können das hier locker reißen. Ist zwar schon auf 51, aber was willst du machen, ne? Monte Carlo muss jetzt hier aufs Feld. Verhöhner. Boah. Drei Runden lang nur noch angreifen. Juckt uns jetzt nicht wirklich. Was anderes wollen wir jetzt sowieso nicht machen. Also wir könnten jetzt Teerschuss wahrscheinlich nicht einsetzen, ne? Ja, alles klar. Aber immerhin haben wir noch den Slot frei hier. Ich denke mal, hier können wir sogar Brandstempeln, ja. Bei Höhner ist fehlgeschlagen. Der läuft ja auch noch. Ich denke mal, wir sind deutlich schwerer hier. Wir haben, glaube ich, über 300 Kilogramm. Und das Flampivian steht noch mit ein paar KP. Okay. Gut, wir hätten jetzt auch was anderes drücken können, ist jetzt egal. Brandstempel wird hier definitiv reichen. Platsch, bumm, und das Ding ist einfach mal weg. Aber der Gentleman Angus hat ja noch zwei weitere Pokémon. Mal schauen, was jetzt noch so kommt. Erstmal Hagelschaden. Ein Legios. Ja, es ist ein Stahl, ne? Ich glaube, ein Stahl-Pokémon. Da bleiben wir einfach mal drin auf Level 46, ja. Nö, ist normal effektiv, okay. Ich dachte Stahl. Hätten wir irgendwas, was hier sehr effektiv ist gegen das Ding? Fee wäre. Warum ist denn Fee? Und Psycho auch noch. Ja, jetzt steht die Kohlepetra schon da wie eine 1, ne? Ah ja, dann gehen wir doch mal auf die Carla, die kann es am ehesten gebrauchen. Was ist denn das Legios dann bitteschön für ein Typ? Also wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Finalformation, okay.
Push den Angriff, die Verteidigung, den Spezialangriff, die Spezialverteidigung, die Init. Kann dafür nicht mehr fliehen. Ja, es ist in einem Trainerkampf hier auch unmöglich, ja. Also greifen wir dann halt mit Psychokinese an. Step Move könnte auch reichen. Kopfnuss mit Boost. Aber normal, ja. So, Psychokinese. Wie viel ziehen wir hier ab? Ja, trotz Boost schicken wir das Ding hier auf die Beretta. Okay, sehr interessant. Vor allem, was hat das für ein Typ hier? Legios. Muss da vielleicht also auch zwei Typen? So, jetzt Kaokto. Kampf-Pokémon. Bleiben wir jetzt drin. Psycho regelt hier. Sieht zwar aus wie ein Wasser-Pokémon, soll aber nur vom Typ Kampf sein. Also Psychokinese und dann ist hier das Ding Geschichte. Ciao Kakao, würde ich mal sagen. Reicht One-Shot-mäßig besiegt. Sehr, sehr geil. Und ich denke mal, wir können den letzten Trainerkampf dann auch noch mitnehmen. Carla auf 49. Sehr geil. Das war's mit Angus. Mein lieber Herr Gesangsverein, dein Pokémon-Team ist nur Augenschmaus. Danke. 9200 gibt er immerhin. Und hier haben wir noch einen. Wird das ein Doppelkampf hier? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier abgeht. Wahrscheinlich, ne? Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlt hell vor unserer Kamera. So, was habt ihr denn am Start? Das ist wahrscheinlich das Kameraduo, was man im Laufe des Let's Plays hier immer mal wieder gesehen hat. Vier Pokémon. Klick, klack und klick, klack, klack haben wir hier. Das andere ist da, glaube ich, ein Drachen-Pokémon, ne? Elisard. Okay. Ja. Versuchen wir erstmal hier das eine Pokémon kaputt zu machen. Overdrive geht auf beide. Und Überschallknall trifft alle, halt alle, ne? Overdrive unsere gegnerischen. Machen wir das lieber. Wobei das Klick-Klack könnte ja auch ein Stahl-Pokémon sein, ne? Was hast denn du jetzt gemacht? Sehr effektiv getroffen. So, jetzt hier Psycho. Ja, mit Overdrive könnte reichen. Gas. Nein, nicht. Nicht sehr effektiv, ja. Gangwechsel macht er. Okay, was geht jetzt ab? Gangwechsel. Zweiter Gang hat er eingelegt. Initiative steigt stark. Angriff steigt. Wird aber von Hagelkörnern getroffen. Also beim nächsten Angriff seid ihr beide down, ihr Kollegen. So. Gut, wir sind aber auch schon ganz schön angefressen hier. Bleiben wir einfach mal hier. Die Carla hat, glaube ich, ist egal, ich weiß nicht, ob die physisch oder spezial angegriffen haben. Machen wir das einfach mal hier so. Overdrive wieder auf beide. Und dann ist hier der Lachs gelutscht. Das ging auf Kreideschrei. Ist okay. Es sei denn, das Elisard hat jetzt vor, uns anzugreifen. Das ist nicht so geil. Lehmschädel. Ach, Boden war das. Ja? Boden-Move. Aber der ist halt nicht so stark. Ob das überhaupt ein Stab-Move ist bei ihm, weiß ich ja jetzt nicht. Ich glaube, das ist eher ein Drachen-Pokémon. So, das Ding ist schon mal down. Der Overdrive müsste hier für Elisard locker reichen, ne? Jawohl, Devil 53 läuft bei dir. Watson macht einen Overdrive. Elisard geht auch down. Gibt's gleich nochmal Erfahrungspunkte obendrauf. Also hier geht's wirklich ab, ne? Die Route ist endgeil zum Trainieren. Kohle Petra auf 52, ohne was gemacht zu haben. Der automatische EP-Teiler regelt ja hier auch, dass das ganze Team ungefähr gleich aufgelevelt bleibt. Ein U-Hafnir kommt jetzt. Auf 47, okay. Und Togedemaru. Okay, ja. Die Carla hat auch noch einen Kreideschrei-Intus, also mit der ist jetzt nicht so geil, ne? Gehen wir da auf irgendwas, was sehr effektiv treffen kann. Und hier? Okay, ja, das sieht auch geil aus, ne? Auf wen treffen wir denn überhaupt hier? Steht bei keinem da, ne? Warte mal hier. Das ist für auf Togedemaru ging. Das haben wir schon mal gekämpft, ne? Aber Hafnir, ist das, könnte ein Typ Flug-Pokémon sein. Also doch lieber hier ein Overdrive. Da könnten wir ordentlich Schaden rauszünden, ne? Und Togedemaru nimmt auch ein bisschen was mit, ne? Rückenwind geht da. Okay. Init Boost vom Allerfeinsten hier. Stachelfinale. Ja, du hast wohl gedacht, da steht die Carla da. Ne? Nichts ist. Flammkörper wirkt. Sehr geil. So, Overdrive kommt jetzt. Und das macht gegen Hafnir schön Schaden. Und gegen das Togedemaru ja auch.
Also, die bekommen wir jetzt eigentlich beide problemlos down. Das wird definitiv was, obwohl der Watson schon ziemlich angefressen ist. Machen wir einfach mit der coole Petra einäschern. Das trifft auch auf beide. Ist sogar sehr effektiv gegen Togedemaru. Und dann hier Overdrive. Zack, bumm, müssten alle weg sein. Drachenpuls geht auf. Okay, der Watson geht down, aber es könnte sein, dass Einäschern hier schon reicht. Könnte sein. Elektro-Piekser, ja. Elektro-Move auf uns. Hat uns aber zurückschrecken lassen, die kleine Sau hier. Ne? Was geht denn bei dir? Das kann es ja wohl nicht sein, du. Ich wollte euch jetzt down bekommen. Das wird wohl so einfach nichts. Was nehmen wir denn hier jetzt? Nehmen wir einfach mal... Boah, ist jetzt egal. Nehmen wir einfach mal den Devil rein. Wird schon irgendwie klar gehen. Wobei, ja, doch. Ein Eschern auf beide. Und dann haben wir hier Kniefalltrick. Machen wir das auf... Auf U-Hafen hier, ja. Superzahn. Ja, ja. Elektro-Piekser wieder auf das. Aber wir wissen noch nicht. Zurückgeschreckt sind wir jetzt, glaube ich, nicht. Hafen hier geht schon mal down. Sehr nice. Bleibt nur noch Togedemaru übrig, ja? So, wie sieht's aus? Einäschern, das ist jetzt sehr effektiv auf dich, Kollege. Das Ding geht down. Hätten wir es geschafft. Jawohl. Und wir sind auch schon bei 32 Minuten, ne? Also, Zeit ist gut vorangeschritten. Das hätten wir. Bei deiner Stärke fehlen mir die Worte. Renntrainer wie dich sollten wir im Auge behalten. Ja, eine Niederlage, aber zumindest konnte ich deine Stärke aus erster Hand abfahren. 9400, lassen Sie springen. Kommt dann hier jetzt noch was? Nein, das wird vermutlich Score City sein. Aber hier machen wir im nächsten Part weiter. Und ihr abonniert den Kanal, damit wir beim nächsten Mal gespannt nach Score City reisen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.